Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute von einem völlig anderen Platz. Und zwar sind wir in Marburg beim Fahrradladen Radwerk, beim Ralf Finger heute zu Gast. Das Radwerk ist ein Kooperationspartner von unserem Firmennetzwerk. Das hast du wahrscheinlich schon gesehen. Alle unsere Mitgliedskarten haben auf der Rückseite so ein kleines Logo, Symbol. Und wenn du diese Karte bei unseren Werbepartnern vorlegst, kriegst du Sonderkonditionen und das schauen wir uns heute mal zusammen an. Viel Spaß im Video. Hallo Herr Finger, schön, dass ich heute da sein kann zum Interview. Privat, als Kunde kennen wir uns ja eigentlich schon etwas länger. Wir haben schon einige Räder hier gekauft. Nun auch als Kooperationspartner seit 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und ich wollte heute die Gelegenheit einfach mal nutzen, um das Geschäft, Sie, unseren Mitgliedern, Kunden vorzustellen. Und ja, erzählen Sie einfach mal, wie lange gibt es denn schon das Radwerk in Marburg und was genau machen Sie? Wer sind Sie eigentlich? Ja, guten Morgen, Herr Ehrenberg. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Nun, das Radwerk gibt es in Marburg seit 2001. Es hatte gegründet der Herr Uwe Wöll, der aus Bordshausen nach Marburg kam. In Bordshausen das Geschäft hatte er, Bossel und Brutzel, hatte er gegründet 1991. Bossel und Brutzel? Bossel und Brutzel, tatsächlich, jawohl. Hat er gegründet 1991, war dann 10 Jahre dort, ist umgezogen nach Marburg im Jahr 2001. Und seit 2007 habe ich dieses Geschäft. Ich habe es übernommen vom Uwe Wöll, mit dem ich sehr gut befreundet bin, mit dem ich lange Jahre, seitdem ich in Marburg bin, Rennrad gefahren bin. Der Herr Wöll wollte gerne etwas anderes machen. Der Uwe hatte bei der Firma Wanderer in Köln, bei der Firma 2 plus 2 in Köln, die Räder der Marke Wanderer entwickelt als Projektleiter. Er hatte nach 15 Jahren im Einzelhandel eben den Wunsch nach einer anderen Betätigung. Ja. Seit 2007, dort eben noch in den alten Räumlichkeiten am Grün, betreibe ich dieses Geschäft. Also seit mittlerweile auch beinahe 12 Jahren oder im 12. Jahr. Genau, am Grün, das war, glaube ich, so die erste Station in Marburg. Da haben wir auch damals die ersten Kinderräder gekauft für unsere Jungs und Mädchen. Seit wann sind Sie jetzt hier in den Räumen, wo Sie jetzt drin sind? Jetzt ist, glaube ich, die Adresse Gutenbergstraße hier, glaube ich, ne? Ja, die Gutenbergstraße 21 ist die postalische Anschrift. Wir sind hier seit 2016, seit April 2016, also tatsächlich jetzt auch schon wieder beinahe 3 Jahre. Okay. Was ist das Hauptangebot? Also jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie selber Rennrad fahren oder Rennrad gefahren sind. Was bieten Sie denn hauptsächlich an hier im Geschäft? Was für Räder kriegt man hier meistens? Wir sehen hier ein E-Bike, Riese Müller im Hintergrund. Was macht eigentlich so das Hauptsortiment aus? Ja, auch wenn wir, das meint meine Mitarbeiter und ich, tatsächlich eher aus dem sportiven Bereich kommen, also aus dem Rennradbereich, allerdings natürlich auch aus dem Alltagsbereich, ist der Wunsch, oder haben wir vor allen Dingen Kunden hier, die Alltagsräder wünschen. Also Alltagsfahrräder, alltagstaugliche elektrounterstützte Fahrzeuge, sogenannte Pedelecs, halbsportliche Räder wie zum Beispiel Crosser, Fitnessbikes, leichte, schnelle Räder, die aber nicht so sportlich zu fahren sind wie Rennräder. Tatsächlich aber auch, und da freuen wir uns immer, den einen oder anderen Rennrad oder Querfeld-Einradkunden, Cyclocrosser neuerdings genannt, auch MTB durchaus. Tatsächlich ist aber die Zahl der alltagstauglichen, tourentauglichen Räder und Elektroräder das, was wir insbesondere tun. Ja. Gibt es einen Trend? Also ich meine, E-Bikes ist ja, sieht man überall eigentlich mittlerweile. Man kann eigentlich keine normale Tour mehr machen, völlig egal, wo man fährt, ohne ein E-Bike zu haben. Soll jetzt auch gar keine Kritik sein, es fällt einfach nur auf. Wie stellt sich das dar? Verkaufen Sie viel mehr E-Bikes als früher oder was gibt es da überhaupt für ein Sortiment mittlerweile? Also ich als nur Fahrender habe manchmal das Gefühl, es gibt eigentlich alle neuen Räder sind nur E-Bikes. Wie ist das tatsächlich im Geschäft? Ja, nun zum einen ist der Anteil der elektrounterstützten Räder, die wir inzwischen verkaufen, wirklich erheblich. Dies macht zwar noch nicht die Hälfte aus, geht aber tatsächlich in diese Richtung. Und tatsächlich kann man da richtigerweise von einem Trend sprechen. Es ist also nicht eine kurzfristige Modeerscheinung, die 1, 2, 3 Jahre aufblüht und dann in sich zusammenfällt, sondern tatsächlich haben wir die Elektroradentwicklung in die breite Masse hinein seit mittlerweile etwa 7 Jahren. In tatsächlich immer größer werdender Zahl. Die Gründe dafür sind tatsächlich insbesondere
dass dem Kunden ein echter Nutzen entsteht. Gerade in der hiesigen Topografie in Marburg ist es tatsächlich schwierig, wenn man auf den Lahnbergen beispielsweise arbeitet, sei es bei den Beringwerken oder im Klinikum, in den Naturwissenschaften oben, dort oben herzufahren. Man kommt tatsächlich oben an, vielleicht und hoffentlich, ja, aber ist völlig platt. Fertig. Ja, man ist platt. Auch als trainierter Mensch ist man nass geschwitzt, braucht also zwar gar nicht großartig mehr Zeit, um hochzukommen, bräuchte aber erheblich Zeit, um sich oben eben dann für den Arbeitstag vorzubereiten. Das ist tatsächlich mit dem Elektrorad völlig unproblematisch geworden. Das ist das eine. Das zweite ist, auch insbesondere durch die Topografie bedingt, ist es so, dass viele Leute anfangen, Rad zu fahren, die kaum mehr oder vielleicht auch gar nicht mehr gefahren sind. Das gilt natürlich für Leute, auch für Leute, die vielleicht körperlich nicht mehr topfit sind, also das sind ältere Personen oder Leute, die längere Zeit keinen Sport getrieben haben. Und auch die fahren tatsächlich, ihnen ist es möglich, Touren zu fahren, die mit dem Rad den meisten nicht möglich wären. Das ist interessant zu hören, weil das kann ich genau bestätigen. Wir haben auch ja im Kundenstamm viele Gespräche, genau die das sagen. Also ältere Leute oder Leute auch mit Einschränkungen, die volle Leistungsfähigkeit nicht mehr haben, fangen wieder an, Rad zu fahren, gehen los, machen Touren, die sie sich eigentlich auch vorher gar nicht richtig zugetraut haben, weil sie eben mehr Sicherheit haben, mehr Unterstützung kriegen. Das ist ja das, was sie quasi auch im Prinzip bestätigen. Die andere Seite, dass man im Prinzip zur Arbeit kommt, ohne geschwitzt zu sein, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist auch interessant, dass man da wirklich einen Nutzen hat tatsächlich, ne? Ist klar. Ja, also es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die dieses in den Alltag integrieren, es sind immer mehr Leute, die das tun. Einige kommen zu mir und sagen ausdrücklich, wir haben unser zweites Auto abgeschafft oder wir haben das Auto abgeschafft und möchten jetzt noch mit dem Elektrorad fahren. Tatsächlich ist das Elektrorad für sehr viele der Ersatz des Autos. Okay. Gerade auf diesen Berufswegen hier in und um Marburg herum und nicht der Ersatz des Rades. Die Leute sind nicht mit dem Fahrrad auf die Lahnberge gefahren, um dort zur Arbeit zu kommen. Okay. Und das finde ich natürlich super, gar keine Frage. Das finde ich in jeder Hinsicht begrüßenswert für die eigene körperliche Betätigung, fürs Wohlbefinden natürlich. Gerne wegen mir auch, wegen der Entlastung der Innenstädte oder der Straßen, sehr wohl. Ja. Einen Aspekt bitte möchte ich noch hinzufügen. Klar, ja. Das Elektrorad ist eben nicht mehr ein Behindertenfahrzeug. Ja, dass es jahrelang ausschließlich war und damit dann eben ein Schatten- und Nischendasein führte. Durch die Fortschritte, insbesondere in der Akkumulatorentechnologie, auch in der Steuerungstechnologie, sind das wirklich tolle Produkte. Man kann sich einbilden, man hat ein mehrfaches an Kraft, die man tatsächlich in den Beinen hat. Ein insgesamt sehr angenehmes Fahren tatsächlich, ja. Gibt Vortrieb einfach, ne? Ja, es gibt Vortrieb, insbesondere klar an Anstiegen. Es ist so, dass eben die Unterstützung dort bei 25 Stundenkilometer abgeregelt ist, aber tatsächlich ist in der hiesigen Topografie ja das Problem, sind die Höhenmeter und nicht die maximale Geschwindigkeit. Wenn man Touren fahren möchte, dann möchte man auch nicht durch die Landschaft sausen. Ich denke, das gilt für die meisten. Davon abgesehen ist es eigentlich auch unbenommen, mehr als 25 Stundenkilometer zu fahren, nun dann eben ohne elektrische Unterstützung. Es ist ja nicht so, dass bei 25 die Bremse zugeschaltet wird. Ja. Der Motor unterstützt nicht mehr. Ich glaube, das ist was, was man so als, sage ich mal, jetzt Sportradfahrer, ob man jetzt Mountainbike-Touren fährt oder so Rennrad fährt, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also ich muss sagen, ich habe das eigentlich auch nicht so betrachtet. Ich dachte immer so ein bisschen, gut, ich fahre ja nicht Fahrrad, um irgendwie mich dann quasi elektrisch irgendwo hinbringen zu lassen, sondern ich fahre zum Beispiel Rennrad, um rauszukriegen, wie weit tragen mich meine eigenen Beine, was kann mein Körper, was schaffe ich? Schaffe ich 200 Kilometer? Oder wie auch immer. Ne? Gut, 140 war meine weiteste Tour, muss ich fairerweise sagen bisher. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel nicht das Interesse zu sagen, okay, ich fahre jetzt viel, viel länger, das aber mit elektrischer Unterstützung. Ja. Das ist, glaube ich, auch so. Da muss man sich erstmal irgendwie ein bisschen drüber klar werden, glaube ich. Ne? Ja. Also zum einen sprechen Sie eine Entwicklung an, die ich auch, sagen wir mal, persönlich etwas zweifelhaft finde. Also es gibt tatsächlich inzwischen jede Radkategorie und also auch Sporträder, elektrounterstützt. Das meint Mountainbikes und tatsächlich auch inzwischen Rennräder. Okay. Das befremdet erst einmal durchaus auch mich. Ich finde es in Teilen wiederum oder für Teile der Bevölkerung sicherlich interessant. Sagen wir, stellen Sie sich vor, Sie sind Jahre und Jahrzehnte lang Rennrad gefahren, sind inzwischen aber Anfang 70, möchten weiterhin fahren, können es aber nicht, weil die Kraft nicht mehr ausreicht. Da finde ich es sehr wohl nachvollziehbar. Tatsächlich befremdet es mich aber auch. Ich sehe das Elektrorad tatsächlich aber auch insbesondere als Hobby-, Freizeit- und Alltagsfahrzeug und weniger tatsächlich als Sportgerät, wobei insbesondere diese letzten Gattungen vor allen Dingen im süddeutschen Raum verkauft werden, ja. Okay, hängt dann davon ab, wo man wohnt, wie man wohnt letzten Endes. Ja.
Wie viele Mitarbeiter sind Sie hier beim Radwerk? Sie machen das ja wahrscheinlich nicht alles alleine. Hier gibt es ja bestimmt mehrere Leute, die hier arbeiten. Was genau gibt es hier? Was bieten Sie auch alles für Dienstleistungen, für Services rund ums Rad an? Könnt ihr mir auch vorstellen, dass das bei einem Elektrorad vielleicht auch aufwendiger ist oder vielleicht auch andere Dinge bedarf als bei einem klassischen Zweirad? Ja, nun, wir arbeiten seit Jahren zu dritt, also auch in derselben Besetzung. Meine beiden Mitarbeiter, der Sven und der Holger, sind insbesondere in der Werkstatt tätig. Allerdings auch im Verkauf, denn ganz klar, beim kleinen Betrieb, wie wir es sind, ist es durchaus notwendig, Spitzen also dass im Prinzip jeder alles machen kann. Ja. Das heißt, sowohl der Sven als auch der Holger sind im Verkauf sehr wohl versiert, wie ich es auch in der Werkstatt bin. Mhm. Damit sind wir im Prinzip schon eigentlich bei einer Besonderheit des Radwerks. Zum einen haben wir eben seit Jahren denselben Mitarbeiterstamm. Das ist erfreulich, wenn das so funktioniert und gut funktioniert. Es gibt sehr viele Kollegen in der Branche, die Probleme haben mit den Mitarbeitern. Ich habe einen Kollegen, der ein gut geführtes, wirklich gutes Geschäft in Nürnberg führte, der hat es aufgegeben, weil er keine Lust mehr hatte, sich mit seinen Mitarbeitern herumzustreiten. Tatsächlich, so weit geht es. Ist ja traurig dann letzten Endes, ja, wenn es so enden muss. Aber es ist eine gute Situation, wenn man sie dann hat, ja. Und der Kunde schätzt das, glaube ich, auch, wenn es ein fester Ansprechpartner sind. Ich glaube, ich habe die sogar schon mal kennengelernt, die beiden. Ich hatte ja letztes Jahr den Sturz, wo ich mir ein Radius gebrochen habe, mich total zerlegt habe mit dem Rad. Ich glaube, da hatte ich mit den beiden auch zu tun, ja. Ja, dass das so gut funktioniert, liegt natürlich auch daran, klar, man muss zueinander passen. Ja. Und Sven und Holger sind wirklich schlaue Jungs. Mhm. Ja, der Sven ist Maschinenbauingenieur, Holger ist Geograf und insbesondere Holger ist wirklich ein hervorragender Mechaniker. Also ein Mechaniker im umfassenden Sinn, nicht nur aus Rad bezogen, sondern ein hervorragender Handwerker. Der kann also Dinge, die wirklich beeindruckend sind, die könnte ich auch tatsächlich so nicht. Die gesamten Umbauten hier, die notwendig waren, oder einen ganz großen Teil der Umbauten, die hier notwendig waren, die Räumlichkeiten so schön herzurichten, das hat alles Holger gemacht. Okay. Also auch in der Holzbearbeitung einen Ass, man kann es nicht anders sagen. Und was uns auch alle eint, ist tatsächlich der persönliche Bezug zum Rad. Das, was wir tun, tun wir eben nicht primär, natürlich auch, ist selbstverständlich, tun wir aber eben nicht primär, weil uns nichts Besseres einfällt oder weil nicht in anderen Branchen ein besseres Einkommen zu erzielen wäre, sondern wir tun es deswegen, weil wir Freude am Produkt haben. Das heißt, die Erfahrung mit dem eigenen Rad zum einen, klar, aber eben auch das handwerkliche Tun. Die Freude an einer kompetenten Beratung, dass eben die Leute nicht mit irgendeinem Fahrzeug rausgeschickt werden, ob das nun funktioniert, ob es nun passt, in welcher Qualität es ist uns eben nicht gleichgültig. Mhm. Ja, sondern tatsächlich legen wir Wert darauf, dass das, was wir hier tun, sachgerecht ist. Okay. Dass der Kunde die Lösung bekommt, das Rad bekommt, das tatsächlich seinen Anwendungszwecken entspricht. Mhm. Und dass es natürlich passen muss, die richtige Rahmenform, die richtige Rahmengröße haben muss, na, das ist selbstverständlich. Mhm. Ja. Kann ich eigentlich so bestätigen, habe ich so immer erlebt, auch wenn wir früher als Kunde, wenn ich ganz normal hier war, so den Kontakt hatte. Jetzt haben Sie eine Sache angesprochen, die interessiert mich nochmal stärker, und zwar, da ich auch Rennrad fahre, ich hatte mir, als ich mir ein Rad gekauft habe, ja unheimlich Probleme, eine richtige Größe zu finden, weil ich bin ja 1,98 Meter groß, habe ewig lange Beine. Was gibt es für Möglichkeiten, wie machen Sie das, wie kann man hier sich sein Rad vielleicht anpassen lassen, oder was gibt es hier für Möglichkeiten im Radwerk selber? Ja. Also wie gesagt, zum einen ist es ganz wichtig, dass tatsächlich die Rahmengröße stimmt. Und das gilt insbesondere im Rennrad, denn dort geht man ja in Sitzpositionen oder Körperhaltungen, die, sagen wir mal, gegen die Grenze dessen gehen, was dem Menschen überhaupt möglich ist. Ja. Das heißt, im Speziellen zu Ihrem Problem, ganz klar, bei 1,98 Meter brauchen Sie einfach einen extrem großen Rahmen. Ja? Ja. Glücklicherweise gibt es dann ja durchaus Hersteller, die tatsächlich Rahmen in entsprechender Größe 64, 66, 62 cm, was immer auch, herstellen. Das ist das A und O. Damit sind aber mit der Erfüllung dieser nominell richtigen Größe ist natürlich noch nicht das richtige Sitzen verbunden oder das gute Sitzen verbunden, sagen wir es mal so. Denn tatsächlich gibt es beim Rad ja bloß eine einzige Größe, die objektiv bestimmbar ist, messtechnisch bestimmbar ist, das ist die Sattelhöhe. Alles das, was zum Beispiel den Abstand zwischen Sattel und Lenker angeht, alles das, was die Höhenrelation zwischen Sattel und Lenker angeht, also das, was tatsächlich die Position des Rades, des Fahrers auf dem Rad ausmacht, ist nicht messtechnisch ableitbar. Stellen Sie sich vor, Sie wären Ihr ganzes Leben lang Hollandrad gefahren und ich setze Sie auf ein für Sie objektiv passendes Rennrad. Sie würden die Krise kriegen. Fühlt sich anders an. Im umgekehrten Fall wäre es das Gleiche. Ja. Ja. Wenn Sie Ihr Leben lang Rennrad gefahren sind, ich setze Sie auf Hollandrad, Sie kriegen die Krise.
Insofern ist es oft notwendig, Feinjustierungen vorzunehmen, die tatsächlich aber das Sitzverhalten, das Sitzgefühl erheblich verbessern können. Da sagt man dann wirklich, das ist ein Millimeter, ne? Ein anderer Vorbau teilweise irgendwie oder kleine Unterschiede in der Neigung ein bisschen, dass man da wirklich einen völlig anderen Sitzkomfort auf einmal hat. Wirkt sich ja auch total aus auf solche Sachen, ich sag mal so Tourenfahrer, Alltagsfahrer, Nackenschmerzen, die Handgelenke tun irgendwann weh, wenn man einen Druckpunkt vielleicht nicht richtig hat oder sowas. Was haben Sie da für Erfahrungen oder was können Sie da für Ratschläge geben für die Leute? Ja, also zum einen ist es tatsächlich so, dass selbst nur 1 Zentimeter in der Entfernung zwischen Sattel und Lenker oder in der Höhenrelation zwischen Sattel und Lenker im Prinzip jedem sofort auffällt. Mhm. Und das ist eben dann der Unterschied, ist es so in Ordnung oder ist es gut? Mhm. Das sind erstmal so die, auch das sind im Prinzip noch Grobjustierungen, mehr oder minder. Mhm. Ja. Tatsächlich die Probleme, die Sie angesprochen haben beim Sitzen in den Handgelenken, die sind allerdings auch noch anderen Bedingungen geschuldet. Der Sattelform beispielsweise, insbesondere der Breite des Sattels, kommt erhebliche Bedeutung zu. Sattelform entscheidet darüber, ob mir die Handgelenke wehtun? Ja, erstmal die Sattelform entscheidet darüber, ob das Gesäß wehtut. Ja, ja. Wenn Sie auf einem zwischen einem Sattel sitzen, ja, dann sitzen eben nicht die Sitzknochen auf, sondern sitzen quasi im Dambe- oder Schambereich. Aha. Und das ist ganz oft zu sehen, dass die Leute mit zu schmalen für ihren Sitzknochenabstand beziehungsweise für die Sitzposition, die auch damit hineinspielt, zu schmalen Sätteln unterwegs sind. Stimmt, das haben wir mal ausgemessen, ich erinnere mich. Mit einer Sitzprobe, als ich einen Sattel gekauft habe. Haben wir das so gemacht? Ja, dann. Ja, genau. Ja. Schon Jahre her. Ja. Ja, das ist der richtige Weg, denn dann weiß man tatsächlich, wie breit ist quasi das Becken, also wie weit ist der Sitzknochenabstand. Und dann hat man eine gute Orientierung, welche Sättel jedenfalls, weil zu schmal, nicht in Frage kommen können. Okay. Ob der Sattel, der dann breit genug ist, tatsächlich gefällt, ist dann letztlich immer noch zu probieren. Okay. Ja. Aber es ist eine sehr genaue, eine sehr individuelle Sache, auf die man da auf jeden Fall eingehen muss, was die Größe ist letzten Endes oder was die optimale Sitzposition ist. Wie gehen Sie da vor? Was machen Sie da hier mit Ihren Kunden, um das rauszukriegen? Ja, also zum einen ist es so, dass ja erstmal nicht jeder mit Problemen hierher kommt, sondern es ist tatsächlich so, dass bei einem vernünftigen Hersteller die Standardbestückung des Rades mit dem Sattel eine geeignete ist. Wenn das nicht der Fall ist, ganz klar, dann fängt man an zu suchen. Wenn es tatsächlich Sitzprobleme gibt, ich kann ja nur von außen schauen, ob irgendwelche Unstimmigkeiten dort sind. Ich kann nicht fühlen, was der Kunde fühlt. Na klar. Und entsprechend ist es immer auch eine Frage des Probierens. Vielleicht muss man auch zweimal oder dreimal probieren. Meistens kommt man dann tatsächlich zu einer Lösung, mit der der Kunde gut zufrieden sein kann. Wenn alles dies nicht reicht, beziehungsweise zum Zweiten, wenn Sportler ihre Sitzposition optimieren möchten, gerade Rennradfahrer, da bin ich dann in der schönen Situation, auf meinen Mitarbeiter, den Sven, zu verweisen, denn der kennt sich exzellent aus im sogenannten Bikefitting. Mhm. Das Bikefitting meint die Feinjustierung der Sitzposition auf die körperlichen Bedingtheiten des Fahrers. Machen die Profis im Prinzip, ne? Dass es wirklich so passgenau aufgebaut wird auf die Person dann letzten Endes. Ja, das ist tatsächlich so und es gibt da ganz erstaunliche Phänomene. Man glaubt gar nicht, wie sensibel der Körper ist, ja, was man dort herstellen kann. Es gibt da ein ganz hübsches Experiment, das der Sven regelmäßig mit den Leuten, bei denen er dieses Bikefitting durchführt, gerade im Rennradbereich versucht. Nun stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf dem Rad in Ihrer gewöhnlichen Position auf dem Rennrad und er drückt Sie gegen die Stirne. Mhm. Dann geht bei den meisten der Kopf nach hinten. Sie können dieser gar nicht großen Kraft nicht entgegenhalten. Mhm. Dann justiert er dieses gesamte System und auf einmal ist der Kopf stabil an der Stelle. Er kann nicht mehr zurückgedrückt werden. Ganze Statik verändert sich dadurch. Ja. Es gibt offenbar Muskelschlaufen, die von oben bis unten laufen. Kann ich bestätigen. Und entsprechend ist eben diese Muskelkette intakt quasi, funktionsfähig oder eben unterbrochen. Mhm. Wenn dann in dieser neuen Position ein 5 mm starker Imbusschlüssel unter das Gesäß gelegt wird, das fühlen Sie noch nicht einmal, dass der da liegt, dann geht der Kopf wieder nach hinten weg. Okay, also wirklich feinste Justierung. Ja. Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich spannend, was der Körper so alles kann und macht und weiß. Mhm. Und welche Spezifikation oder ja, wie hochspezifisch dieses ist. Ich möchte gerne zurückkommen, aber noch auf einen Aspekt, den ich noch nicht beantwortet habe, den Problem der Hände und Handgelenke. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass die Kontaktierungsprobleme
Schwachpunkte des Körpers auf dem Rad natürlich klein sind. Sie haben ein paar Quadratzentimeter in den Händen, Sie haben ein paar Quadratzentimeter im Gesäß, Sie haben ein paar Quadratzentimeter in den Fußballen und alles dieses nimmt eben die 60, 80, 100 Kilo auf. Entsprechend hoch ist die Last, objektiv auch, ne? Die Druckbelastung. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass wenn Sie einen Lenker haben, der einen ganz normalen runden Griff führt, ja, am Ende, dass dann mit Notwendigkeit früher oder später die Handgelenke abknicken und in diese Position hineingehen. Ja? Ich zeige es vielleicht nochmal für die Kamera, in diese Position hineinknicken. Ja. Und das ist das, was die Probleme im Handgelenk verursacht. Mhm. Ja? Denn ganz klar, diese Fehlstellung erlaubt es nicht, Stöße, die über die Fahrbahn eingeleitet werden, aufzunehmen. Mhm. Ja? Auch da gibt es mittlerweile hübsche Produkte, die dieses zuverlässig verhindern. Es gibt Griffe, die ausgeformt sind, dass es genau zu diesem Abknicken nicht kommt. Ja, sondern dass das Handgelenk quasi in Verlängerung, dass der Handrücken in Verlängerung des Unterarmes steht, was dann eine erhebliche Reduzierung der körperlichen Beanspruchung mit sich bringt. Dass gleichzeitig dann die Auflagefläche größer ist, also die Druckpunktbelastung kleiner, das ist ein netter Nebeneffekt. Und wenn Sie das Ganze dann noch mit einem sogenannten Hörnchen kombinieren, das eben die Umgreifmöglichkeit bietet, dass Sie eben nicht stundenlang oder bei einer Radreise tagelang, wochenlang in genau einer Handposition fahren, sondern tatsächlich variieren können, dann haben Sie das getan, was Sie tun können. In der Abwechslung liegt ein wesentlicher Aspekt der Entlastung. Leuchtet ein, größere Auflagefläche kann man auf jeden Fall dann Druck rausnehmen. Ne? Ja. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie stellt man denn Qualitätsunterschiede fest? Es gibt ja heute ja, Räder wie Sand am Meer fast, jeder Discounter, jeder Baumarkt fast wirft ja Räder auf den Markt. Wie kann der Kunde eine gute Qualität erkennen oder was macht eine Qualität letzten Endes aus? Was haben Sie da für Erfahrung oder was vertreten Sie vielleicht auch da für eine Meinung einfach? Ja. Nun, es ist tatsächlich leider so, dass es für den Kunden, für den Anwender, für den Laien, sage ich mal, tatsächlich schwierig zu erkennen ist, ob ein Rad, das vor ihm steht, ein gutes ist oder nicht ein gutes ist. Nun, auf einen Aspekt des guten Rades sind wir eingegangen oder auf zwei Aspekte bereits. Klar, es muss insbesondere und erst einmal geeignet sein, den Zweck, den der Kunde wünscht, überhaupt zu erfüllen. Das ist das erste Banale. Klar. Das zweite ist, auch darauf sind wir bereits eingegangen, es muss einfach passen. Ja, es ist eben nicht so wie beim Auto, dass ich den Sitz vorziehen kann, hochstellen kann, das Lenkrad zu mir bewegen kann und damit ist alles problemlos herstellbar, wie es beim Kfz, ja, beim Pkw ja möglich ist. Das sind also schon mal zwei wirklich wesentliche Aspekte. Die Wahl der Rahmengröße, der Rahmenform, der Sitzposition sind eben nicht trivial. Darüber hinaus ist es aber tatsächlich so, dass das Rad nun bestimmte Eigenschaften aufweisen soll und muss, die Sie von außen gar nicht beurteilen können. Das meint zum Beispiel und insbesondere die Qualität des Rahmens. Ob ein Rahmen hinreichend steif ist, um eben auch bei schneller Bergabfahrt, wenn Sie hier irgendwelche Berge runterfahren in Marburg oder in der Umgebung, sind Sie ja ratzfatz bei 40, 50 oder sogar 60 Stundenkilometern. Ob ein Rahmen in der Lage ist, diese Geschwindigkeiten aufzunehmen, also das meint nicht zu brechen, das nicht, aber tatsächlich nicht zum Beispiel anzufangen zu schwingen. Ja, dass eben unkontrollierbare oder schwer kontrollierbare Fahrsituationen entstehen, das ist tatsächlich von außen erst einmal gar nicht erkenntlich. Tatsächlich liest man ja inzwischen immer wieder mal oder hört von angeblich unglaublich vielen Unfällen mit elektrounterstützten Fahrrädern. Naja, jeder, auch der ungeübteste ältere Herr, oder die ältere Dame kommt jeden Berg hinauf. Tatsächlich, rauf kommt man immer, ist wie beim Bergsteigen. Die Frage ist, kommt man herunter? Mhm. Und wenn eben insbesondere bei einem Tiefeinsteiger, also bei einem Rad, das keine Querverstrebung hat, sondern eben tatsächlich den tiefen Durchstieg ermöglicht, was ja gerade bei älteren Leuten gerne gewünscht ist, weil das Bein eben nicht mehr so einfach zu heben ist, wenn eben ein solches Rad in minderer Qualität, in minderer Rahmenqualität mit hoher Geschwindigkeit bergab gefahren wird, kann es sehr gut zu Eigenschwingungen, sehr leicht zu Eigenschwingungen kommen. Das Rad schlackert quasi hin und her, ist damit unkontrollierbar und der Sturz ist, ich will nicht sagen vorprogrammiert, aber im guten Bereich des Möglichen. Und ich denke, zahlreiche Unfälle im Elektroradbereich entstehen so. Also ganz klar ein Faktor Sicherheit über die Qualität, aber gar nicht, weil man jetzt fürchten muss, dass sofort was bricht, sondern einfach, dass die Fahreigenschaften durch die mindere Qualität einfach nicht die richtigen sind. Ja, genau so ist das. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und ist tatsächlich von außen nicht zu beurteilen. Ein zweiter Aspekt ist natürlich durchaus die Qualität der verbauten Komponenten. Und wie alles in dieser Welt
wird jedes Teil des Rades produziert in einer unglaublichen Qualitätsspreizung. Von absoluten Top-Mechaniken, von Top-Produkten bis hin zu echtem Dreck. Ja, man kann es wirklich nicht anders formulieren. Es gibt neuen Schrott, die nicht mal die Rohstoffe nach einem Dafürhalten wert sind, die da eben Verwendung finden. Beliebte Übung bei Radmärkten ist es dann, die Bauteile des Rades ganz toll zu wählen, auf die der Laie schaut. Ja. Okay, also Kosmetik quasi, ja. Und der Rest ist im Prinzip günstig. Ja, tatsächlich. Das Schaltwerk, ne, wird dann als Deore XT genommen. Der Kunde denkt, oh, XT und das nur für 600 Euro. Naja, wenn ich den Rest entsprechend wähle, ist es keine Kunst, ein teures Schaltwerk dran oder ein gutes Schaltwerk dran zu bauen. Aber ganz klar, wie bei HiFi-Anlagen auch, wie beim PKW auch, das gute Produkt wird bestimmt durch eine qualitative Stimmigkeit und nicht durch einzelne Teile, die halt besonders toll gewählt sind. Erinnert ein bisschen an den Computermarkt, wo mit einem starken Prozessor geworben wird und der Rest ist eigentlich nur noch billig, damit man irgendwas auf den Markt bringen kann. Das kann ich in dem Bereich überhaupt gar nicht beurteilen. Das mag auch da so sein oder scheint mir plausibel und wahrscheinlich, dass dies so ist. Ja, das wäre dann eben durchaus eine passende Analogie, wo es dann ähnlich läuft. Und ganz klar, das gute Produkt ist immer stimmig in seiner jeweiligen Preislage. Ob Sie das Rad für 600 Euro wählen, ich würde tatsächlich nicht weniger ausgeben. Es wird beim voll ausgestatteten jedenfalls 500 Euro beim nackten Rad. Ist wirklich die Unterkante, darüber hinaus wird es auch funktional defizitär. Sei es in der Liga um 500, 600 Euro, soll alles eben auf dem Niveau qualitativ stimmig sein. In der 5000 Euro Liga soll auch alles qualitativ stimmig sein. Klar. Ja. Ein Aspekt ist aber damit immer noch nicht beantwortet oder überhaupt gar nicht erwähnt. Und das ist einfach die Aufbauleistung. Aufbauleistung heißt? Das meint die Qualität der Endmontage. Aha, okay. Die Räder, die wir bekommen von unseren Partnern, das heißt insbesondere von der Firma Stevens aus Hamburg und der Firma Riese und Müller, aus dem Darmstädter Raum, sind bereits wirklich gut vormontiert. Ja, dennoch investieren wir in jedes Rad immer eine gute Stunde, anderthalb Stunden Zeit, um tatsächlich das Rad in einen Endmontagezustand zu versetzen, der wirklich dieses Fahrzeug zum gut funktionierenden macht. Ob die Bremse gut funktioniert, ob die Laufräder eiern, ob die Schaltung präzise funktioniert, ist nicht nur geschuldet, und zwar mit Abstand nicht nur geschuldet, der Qualität des Schaltwerks, sondern der Schaltwerkjustierung. Okay. Also das ist wirklich die Handarbeit, die Mechanik, wirklich das im Prinzip, was Sie hier vor Ort in der Werkstatt machen, der Aufbau, der letzte Schliff am Rad sozusagen. Ja, tatsächlich. Und es ist mehr als nur der letzte Schliff, es ist auch, sage ich mal, der vorletzte Schliff tatsächlich. Es ist eben nicht damit getan, die Pedale anzuschrauben, den Lenker zu richten. Ja, sondern tatsächlich wird jedes Teil des Rades in die Hand genommen. Es muss in die Hand genommen werden. Alle Schrauben müssen auf die richtigen Drehmomente geprüft werden. Die Laufräder müssen zentriert werden. Also durchaus eine erhebliche zeitaufwendige handwerkliche Leistung, die wir immer bei jedem Neurad leisten, die wir auch für unabdingbar halten, damit der Kunde über Jahre hinweg mit dem Rad zufrieden sein kann. Ja. Ich möchte nicht, dass der Kunde hier nach 3 Monaten steht mit dem Mätzchen und nach 6 Monaten mit dem Mätzchen. Ja, das ist nicht mein Interesse. Es ist nicht unser Interesse, irgendetwas an den Mann, an die Frau zu bringen, sondern ich möchte, dass der Kunde tatsächlich mit dem Rad, das er gekauft hat, über Jahre zufrieden sein kann. Und dazu ist die vernünftige, gute Endmontage unabdingbar. Das kann der Radmarkt nicht leisten. Es gibt dort Zahlen. Ich weiß, dass tatsächlich die Aufbauzeit, die dort gewährt wird, dem Mechaniker für ein Neurad zwischen 10 und 15 Minuten liegt. Ja, da haben sie das Rad gerade aus dem Karton geholt, haben die Pedale dran geschraubt, den Lenker gerichtet, vielleicht das Schaltwerk grob justiert, aber das ist es dann. Sicherlich haben Sie nicht die Laufräder abgedrückt und zentriert, sicherlich haben Sie nicht die Bremse präzise eingestellt und so fort. Das sind erhebliche Unterschiede, das leuchtet auf jeden Fall ein. Ich glaube, dass das viele Leute gar nicht wissen, was das im Hintergrund letzten Endes noch für eine Arbeit ist, bevor man das Rad das erste Mal überhaupt hat oder vielleicht auch Probe fährt letzten Endes. Interessant, das mal so zu hören auf jeden Fall von jemand, der das jeden Tag macht. Jetzt haben Sie erzählt, Herr Finger, dass Sie hier im Prinzip Räder von den Marken Riese und Müller und auch Stevens verkaufen. Gibt es da noch irgendwas zu erzählen zu den Firmen? Warum genau diese? Was ist das Besondere daran? Was zeichnet die Firmen aus? Ja. Tatsächlich ist es so, dass wir insbesondere diese zwei Marken im Fahrrad- und elektrounterstützenden Radbereich führen. Riese und Müller zum einen und Stevens zum zweiten. Beides sind deutsche Hersteller, die eben auch hier produzieren. Es ist so, dass wir mit denen quasi von Anbeginn an, also bereits seit 2001, zusammenarbeiten. Und dort sind die Gründe natürlich auch vielschichtig, warum dieses
so gut zueinander passt. Der Hauptgrund ist der, dass auch diese beiden Firmen, beziehungsweise die Inhaber dieser Firmen, die Räder nicht deswegen herstellen, weil ihnen nichts anderes einfällt. Ja. Sie würden eben im Unterschied zu vielen anderen nicht quasi in gleicher Beliebigkeit Gummibärchen, Damen, Oberbekleidung oder Panzer produzieren, sondern sie wollen Räder produzieren. Also die Leidenschaft am Produkt letzten Endes und was Gutes herzustellen, einfach Spaß am Rad auch zu haben. Genau das ist es. Die Freude am Produkt ist tatsächlich, die Freude am Tun ist genau das, was das gute Ergebnis mit sich bringt. Ja. Dem Herrn Riese und dem Herrn Müller, dem Markus Riese und dem Heiko Müller sind ihre Produkte eben nicht egal. Weiß Gott nicht. Und das sieht man in deren Firmenaktivitäten, in deren Bemühen um ein gutes Produkt, in fortlaufenden Verbesserungen, in der Art der Konzeptionierung der Räder. Bei der Firma Stevens ist das Gleiche. Die Inhaber der Firma Stevens kommen aus dem Radsportbereich, aus dem Rennradsportbereich. Denen ist also auch mitnichten gleichgültig, was sie unters Volk bringen. Ja? Und das spiegelt sich eben wieder in zum Beispiel sehr guten, angenehmen Rahmengeometrien. Die Firma Riese und Müller baut die Räder insbesondere im Hinblick auf Komfort. Die Firma Stevens baut die Räder immer ein wenig sportlicher, nicht übertrieben sportlich, aber ein wenig sportlicher, baut dann immer leichter, sodass sie beispielsweise die Elektroräder tatsächlich auch ohne Unterstützung fahren können. Ja, ganz oft kommt von Kunden, die von der Probefahrt zurückkommen, die Rückmeldung, dass das Fahren ohne elektrische Unterstützung, ich zitiere, besser ist als mein Rad. Ja, also das Rad, das Elektrorad, das nicht unterstützte, der nicht aktivierte Motor, ist dennoch kein Hinderungsgrund, das Rad als solches schön bewegen zu können. Großer Aha-Moment wahrscheinlich für den Kunden dann. Ja, tatsächlich. Und genau das ist es auch wichtig. Ich möchte gerne, dass das Elektrorad als Fahrrad nutzbar ist. Und das ist bei den Rädern der Firma Stevens insbesondere vor allen Dingen möglich. Bei Riese und Müller sind die Räder schwerer, weil sie Wert auf Komfort legen. Das erfordert ein bestimmtes Mehr an Material. Das ist dann nicht immer so, aber ganz klar, Riese und Müller baut das, was sie tun, ebenso ganz hervorragend, wie es die Firma Stevens es tut. Schön. Wünscht man sich als Kunde eigentlich ja auch so eine Qualität zu haben und so eine Firma letzten Endes kriegen zu können, die einmal die Räder so gut zusammenbaut und letzten Endes ja auch so auf diesen Qualitätsstandard selber setzt und dann natürlich auch in so eine Qualität letzten Endes im Portfolio hat. Das ist ja eigentlich genau das, wonach man sucht. Ja, tatsächlich. Denn mein Anspruch und eben auch der Anspruch der Firmen ist, dieser genannten Firmen ist, dass der Kunde über Jahre hinweg sein Rad zur Zufriedenheit nutzen kann. Und tatsächlich, dies zieht sich durch alle Aktivitäten, die sie tun. Eine kleine Anekdote, sachlich nicht wichtig. Es gibt zwei gute Radzeitschriften im Markt, durchaus. Und in der einen, in der Radtouren, haben sie mal angeschaut, Bedienungsanleitungen von Rädern, ich glaube von 7 oder 8 verschiedenen Herstellern. Jetzt dürfen Sie mal raten, welche tatsächlich die besten Bedienungsanleitungen hergestellt haben. Wahrscheinlich gehört Riese und Müller und vielleicht Stevens dazu. Ja, genau die zwei waren es. Okay. Ja, alle anderen waren eben eher defizitär. Okay. Ja, und da in solchen Details zeigt sich eben, und die sind eben nicht nebensächlich. Okay. Ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Viele, viele Eindrücke, viele neue Informationen auch für mich. Ganz interessant, mal hinter die Kulissen zu gucken und auch zu schauen, was zeichnet so ein Radladen aus, wie arbeitet ihr überhaupt? Da macht man sich eigentlich den ganzen Tag über kaum wirklich Gedanken. Ja, liebe Kunden, liebe Mitglieder, heute war das Video von einer ganz anderen Stelle, ein völlig anderer Inhalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne auf der Internetseite vorbei vom Radwerk Marburg. Die lautet radwerk-marburg.de. Gibt es einen Facebook-Auftritt? Nein. Gibt es einen Google Plus-Account? Also kann man Bewertungen schreiben für das Geschäft oder ähnliches? Und es ist ja so, dass tatsächlich, auch wenn Google Plus nicht existiert, sich jeder ja zu allen möglichen Geschäften äußern kann. Das stimmt. Also insofern sind Feedbacks da möglich. Ja. Also man googelt sie und man findet das Radwerk Marburg auf jeden Fall. Das ist so. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Gebt uns gerne einen Daumen hoch, schaut auf der Seite vom Radwerk Marburg beim Ralf Finger vorbei. Es ist ja so, ich hatte im Intro schon mal kurz unsere Kundenkarte eingeblendet. Alle Mitglieder, die hier zum Radwerk kommen und ihre Mitgliedskarte, ihre Kundenkarte vorlegen, kriegen einen kleinen Preisvorteil, den wir schon seit einigen Jahren pflegen, wo wir uns sehr drüber freuen, wofür ich mich auch nochmal sehr herzlich bedanke, dass Sie das machen. Ich muss gestehen, ich weiß den gar nicht richtig auswendig, ob ich ihn vorhin richtig gesagt habe. Haben Sie es im Kopf, was wir machen für die Kunden, die herkommen?
Wir bieten 5% Rabatt auf alle Teile, auch auf die in der Werkstatt verbauten Teile an. Ja. Okay. Super. Ja, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Ciao.